Liebe Freunde, wir sind hier in einer Beiz, in einem Restaurant. Und ich möchte sagen, das Restaurant ist die Wiege aller Dinge. Wir haben nämlich mit unserer Arbeit und mit unserer Absicht, die Restaurants dorthin zu tragen, wo es keine gibt, Erfolg gehabt. Es sind 10 Jahre, seit wir die Cuisine gegründet haben, 2005. Und es basierte eigentlich auf dieser Idee, die Beiz, das Restaurant, als sozialer, gesellschaftlicher und friedensfördernder und kommunikationsfördernder Treffpunkt zwischen den Leuten. Das war die Idee, die wir in die Welt hinaustragen wollten. Wer weiß denn schon noch, dass die Gastronomie der größte Arbeitgeber der Welt ist? Wer kennt denn noch all die Arbeit, die hinter diesen Dingen steckt? Es ist für uns so selbstverständlich geworden, wir gehen ins Restaurant, wir verlieben uns, wir machen Geschäfte, wir tanzen, wir feiern. Das gehört einfach dazu. Und es gibt viele Orte, wo es eben nicht mehr so dazu gehört, weil die Gastfreundschaft erstickt worden ist von den politischen oder sozialen oder kriegerischen oder was für auch immer für Umständen, die es nicht mehr erlauben, diese Lebensfreude spendende Gastronomie zu genießen. Und sie spendet nicht nur Lebensfreude, sie ist tatsächlich auch der Initiant für 1000 Dinge. Vereine, Initiativen, Krümpelturniere, Taufen, Hochzeiten, ja hin bis zur Beerdigung, die Beiz begleitet uns. Und wenn wir an einem Ort sind, wo es keine Beiz gibt, dann vermissen wir sie sehr schnell. Und wir haben uns gesagt, wir möchten dorthin gehen, wo es das nicht gibt. Und wir möchten dort, wo niemand mehr ein Restaurant aufmacht, dort möchten wir Restaurants aufmachen. Eine erste Reise führte uns in die Ukraine, nach Lipniki, ein kleines Dorf, 60 Kilometer vom Reaktor von Tschernobyl entfernt. Im kleinen Dorf lebten gerade noch 200 Leute, von ehemals 3000. Und wir wollten mit ihnen zusammen das Gästehaus und das Restaurant neu eröffnen. Beim dritten Besuch sagten sie uns, wir brauchen euch nicht, wir können das selber machen. Und wir dachten, genau so haben wir es gedacht, der Anstoß, dass wieder eigene Initiative entsteht. Die erste eigentliche praktische Umsetzung des Cuisine-Konzeptes, das Schlüsselprojekt für uns, fand in der Friedensgemeinschaft San Josecito im kolumbianischen Bürgerkrieg statt. Wir leisteten einen Beitrag zur Infrastruktur der Gemeinde mit einer Schulküche und einem kleinen Restaurant. Zusammen entwickelten und betrieben die Cuisine und die Dorfgemeinschaft die Gaststube über 3 Jahre bis zur Übergabe 2010. Und wird seither von der Friedensgemeinschaft San Josecito selbstständig betrieben. Die Cuisine konnte in den kommenden Jahren Zug um Zug neue Projekte in Südamerika aufbauen. Auf San Josecito folgte das 3-jährige Engagement in einer Favela in Brasilien. Im Frauengefängnis in Quito wurde eine Bäckerei eröffnet. Wir organisierten ein Foodfestival in Bourbon an der ecuadorianisch-kolumbianischen Grenze. Cuisine Sans Frontières konnte wachsen und ihre Strukturen merklich professionalisieren. Auf Einladung der Kabesi, eines Projektes der Schweizerischen Biovision im Northwest Rift Valley in Kenia, reisten Köche in diese Krisen- und Konfliktregion, wo sich verfeindete Gruppen bewaffnet gegenüberstehen. Im Niemandsland sollte ein Restaurant- und Seminarzentrum entstehen. 2012 konnte das Restaurant eröffnet werden. Ein erstes Team fuhr 6 Monate in den Busch und leistete unschätzbare Aufbauarbeit, bildeten Leute aus, führte an einem gefährlichen Ort einen Treffpunkt, der seinesgleichen im Umkreis von vielen Hunderten von Kilometern nicht hat. 2x musste der Ort wegen der Konflikte für wenige Wochen evakuiert werden. Es ist aber gelungen, den Platz zu halten. Das Restaurant Calabash wird im Dezember 2015 an Kabesi übergeben. Afrika zum Zweiten. Auf Anfrage der Stiftung River of Hope bauten wir im Kongo, knappe 100 Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa, eine Schulküche für rund 300 Kinder. Noch bis zum nächsten Jahr benötigt das Ausbildungsprojekt unsere Unterstützung. Skaltuvo ist ein ehemaliger großer Kurort aus der Sowjetzeit, der seit dem Abchasienkrieg vor mehr als 20 Jahren von Flüchtlingen bewohnt wird. Hier in Georgien haben wir 2013 ein Projekt lanciert, das einen neuen Schwerpunkt bedient. Eine einfache gastronomische Basisausbildung für Menschen, die sich eine solche nicht leisten können.
Der Tourismus in Skaltuvo erlebt derzeit eine Renaissance. Unser Ausbildungsprojekt ermöglicht den Flüchtlingen einen Zugang zu diesem wachsenden Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik begannen wir bereits 2013 mit einem Engagement in der Schweiz. Ziel war eine gastgeberische Geste gegenüber Flüchtlingen, ohne Ansehen der Person oder Herkunft. Kontakte mit der Asylorganisation Zürich brachten uns nach Altstetten ins Bundesverfahrenszentrum Juch. Mit den Ankömmlingen aus verschiedensten Teilen der Welt wird seither gemeinsam gekocht und gegessen, was das Verständnis untereinander fördert und soziale Spannungen abbauen hilft. Zum ersten Mal erhielten wir dafür eine großzügige Spende aus der Privatwirtschaft. Nach 10 Jahren eine kleine Bilanz zu ziehen ist erlaubt und ich möchte auch hier gleich vorneweg die Kitchen Battle erwähnen, weil die Kitchen Battle ist das Herzstück geworden unserer ganzen Aktivitäten und dank der Kitchen Battle konnte sich die Cuisine so weit entwickeln, wie sie sich entwickelt hat. Das heißt, wir danken nicht nur Ihnen, liebe Gäste, die hier kommt, sondern wir danken auch allen, die mitgeholfen haben, dass diese Events zu einem Familientreffen der Gastgeber geworden ist. Und diese Gastgeber, die wir sind und die Sie auch sind, weil Sie hier bei uns sind, diese Gastgeber weiterzuentwickeln, das ist die Aufgabe, die wir uns jetzt stellen. Wir sind professioneller geworden, wir haben eine bessere Fundraising-Struktur, wir haben CEWO-Zertifizierung beantragt und werden sie jetzt auch bekommen, 2016. Wir haben die Ausbildung mit in unsere Programme hineingenommen. Wir werden jetzt neue Projekte, neue Standorte evaluieren und wir werden weiterarbeiten. Dank Ihnen und dank Ihrer Hilfe und dank, dass wir jedes Jahr uns einmal zum einem guten Essen treffen, austauschen und neue Ideen ausbrüten. Als Abschluss dieser kleinen 10-Jahres-Rückblicks-Gedenkminuten möchte ich noch darauf hinweisen, was wir für ein neues Projekt haben, und zwar ein größeres wieder. Es ist im oberen Amazonas, im Dreiländereck Peru, Ecuador, Kolumbien. Die Situation ist schwierig. Flüchtlinge, Erdölarbeiter, indigene Gruppen. Wir werden in der Gegend eine Gastroschule aufbauen und wir werden eine Flussküche aufbauen, welche die einzelnen Comunidades entlang des Rio Napo besucht und mit ihnen Feste feiert. Um einen kleinen Eindruck zu haben von dem Ort, wo wir hingehen, haben wir ein paar Bilder zusammengestellt, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Da sind sie. Iquitos es mi tierra, Iquitos es mi país, Iquitos es mi abuelo, mi raza. Desde aquí hasta allá es nuestra tierra, Omahuas.